Liebe Zuschauende, das Thema Gastfreundschaft als christliche Tugend hat viele Aspekte. Im letzten Online-Gottesdienst habe ich die Sicht der Gastgeber beleuchtet. Heute soll es um die Gäste gehen. Hilfreich ist dabei eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Markus 6, 7 bis 13. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2. Und er gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein einen Stab, ein Brot, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen. Und zieht nicht 2 Hemden an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttet den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus, predigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Das ist schon ein Wagnis, das Jesus seinen Jüngern zumutet. Nicht nur, dass er sie aufgefordert hat, aus ihren vertrauten Berufen auszusteigen, Fischernetze, Axt und Zollbücher liegen zu lassen. Sie sollen sich auf die unsichere Existenz von Wanderpredigern einlassen. Kein Brot als Wegzehrung, keine Tasche, um etwas mitzunehmen, vor allem kein Gürtel mit Geld. Sich ganz auf die Liebe der Menschen einzulassen, wie Gott selber, der sich seiner göttlichen Macht entkleidete und sich ganz auf das Menschsein in seiner einfachsten und primitivsten Weise einließ. So wie sich der Menschensohn an die Menschheit auslieferte, so liefern sich seine Anhänger an die Menschheit aus. Sie sind in ihrem ganzen Leben auf die Gastfreundschaft der Mitmenschen angewiesen. Ich darf daran erinnern, dass diese Lebensweise vor gar nicht so langer Zeit noch als Landstreicherei verdächtigt wurde. Als ich nach meinem Abitur mit dem Fahrrad von Bremen nach München geradelt bin, wurde ich im Schwäbischen von einer Polizeistreife angehalten, die sich nach meinen Eltern, nach meiner Herkunft erkundigen wollten, ob diese Fahrradtour denn auch seine Richtigkeit habe. Was es mit dem Stab auf sich hat, kann ich nicht so genau sagen. Diente er nur der Unterstützung der Gehschritte oder bot er Schutz vor wilden Tieren oder war er gar als Waffe gedacht? Für die Frage nach einem christlichen Pazifismus ist das nicht ganz unerheblich.
Die Geschichte erinnert mich an den brasilianischen Erzbischof von Recife, Domhelder Camara. Der ließ nicht nur arme Menschen in seinem Bischofspalast wohnen, der fuhr auch ausschließlich per Anhalter. So war er immer seinen Pfarrkindern ganz nahe. Leben, wie es Jesus von seinen Freunden erwartet, wie könnte das heute aussehen? Was mache ich mit verschlossenen Türen? Gastlich aufgenommen zu werden, ist etwas Wunderbares. Und jetzt in der Urlaubszeit ganz besonders, da ist man in Hotels willkommen, Service all inclusive. Für alles ist gesorgt, aber auch eine gut gefüllte Urlaubskasse ist die Bedingung für gute Gastfreundschaft. Was aber, wenn, wie bei den Jüngern Jesu, der Geldbeutel leer ist oder erst gar nicht vorhanden ist? Aber davon später. Was aber, wenn die Gastfreundschaft verweigert wird, wenn die Türen verschlossen bleiben? Als ich vor vielen Jahren in Düren den offenen Advent einführte und die Gemeinde aufforderte, für einen Abend im Advent die Türen zu öffnen, traf ich auf viele Bedenken. Viele trauten sich nicht, Fremde ins Haus zu lassen. Sie fürchteten, ausgespäht zu werden oder später überfallen zu werden. Aber für die Gastgeber des offenen Advents und für die Gäste war es immer wieder ein sehr schönes Erlebnis. Und die Weihnachtsgeschichte wurde vorweggenommen. Es war kein Raum in der Herberge. In einem Märchen der Roma aus Ungarn sind der Herrgott und Petrus als Bettler unterwegs. Und als sie von Holzfällern am Lagerfeuer mit der Bitte um einen Kienspan mit Feuer abgewiesen werden, nimmt der Herrgott böse Rache. Er macht das Holz, das sie fällen, so hart, dass sie nur noch mit Mühe ihrer Arbeit nachgehen können. Diese Rachsucht verbietet Jesus seinen Jüngern. Sie sollen den Staub von ihren Füßen selbst abschütteln, denn die Fußwaschung zählte mit zu den Wohltaten der Gastgeber und sie sollten einfach weiterziehen. Verweigerte Gastfreundschaft wird allerdings zu einem Problem heute in unserer Gesellschaft. Was einst als Gastarbeiter in unser Land eingeladen wurde, um unseren Wohlstand, unserer Vollbeschäftigung zu garantieren, erweist sich zunehmend als Problem. Ausländische Menschen sind in unserem Land in zunehmendem Maße unwillkommen. Politiker tüfteln immer raffiniertere Methoden aus, um die Fremden davon abzuhalten, in unsere Gastfreundschaft zu kommen. Schon klagt die Industrie, dass die zunehmende Ausländerfeindlichkeit zu einem Fachkräftemangel führt. Wie muss für uns Christen das biblische Gebot der Gastfreundschaft aussehen, angesichts einer weltweiten Fluchtbewegung? Bringen die Gäste nicht auch Segen? Der Feriengast bringt eine gut gefüllte Reisekasse mit. Was aber bringen die mittellosen Jünger mit? Drei Dinge sind es, die Jesus ihnen aufträgt, den Gastgebern zu bringen: die frohe Botschaft der Nähe Gottes, das Austreiben von Dämonen und die Gastgeber zu heilen. Wenn alles drei zutrifft, dann ist das nicht wenig. In der allgemeinen Depression, die Menschen in Not befällt, ist die Verheißung von Gottes Nähe schon etwas Besonderes. Neulich las ich, dass es nicht nur Ärzte ohne Grenzen gibt, sondern auch Clowns ohne Grenzen. Sie gehen an die elendsten Orte dieser Welt, in Kriegsgebiete und Hungersnöte. Nachdem sichergestellt ist, dass vor allem die Kinder genügend zu essen bekommen haben, bringen die Clowns Fröhlichkeit, Heiterkeit und damit auch ein bisschen Zuversicht mit. Das ist fürs Überleben so wichtig wie ausreichende Nahrung. Was es mit den Dämonen auf sich hat, das wissen wir nicht genau. Dämonen sind in der Bibel Synonyme für Geisteskrankheiten aller Art. Wie genau auch die antiken Heilmethoden aussehen, wissen wir auch nicht. Wichtig aber: Christen haben keine Scheu,
auch Menschen zu begegnen, die geistig gehandicapt sind. Und letztendlich, unsere Besuche bei den Gastgebern sollten den Menschen und dem Haus Heil und Heilung geben. Es gibt Beispiele in unserer Geschichte, die zeigen, wie Fremde, die zu uns gekommen sind, Heil und Wohlstand gebracht haben. Die Täuferflüchtlinge haben in unseren Kraichgau-Dörfern nach dem Dreißigjährigen Krieg die Vierfelderwirtschaft eingeführt und die Kleedüngung gebracht. Die Salzburger Protestanten haben ein durch Krieg verwüstetes Ostpreußen wieder aufgebaut. Und was wäre das Ruhrgebiet heute ohne seine polnischen Zuwanderer? Es hält sich ja das Gerücht, dass Schalke 04 einmal ein rein polnischer Fußballverein war, lange vor Lewandowski und Podolski. Was Jesus seinen Jüngern aufträgt, gilt für die Kirche heute allgemein. Kirche Jesu Christi ist nicht nur, wenn sie zu Gast bei den Menschen ist. Die Kirche als Gastgeber werden immer leerer. So klagen die Kirchenbesucher, die Sonntag für Sonntag sich in der Kirche versammeln. Folgen wir aber den Worten unseres Meisters, dann muss der Weg sich umkehren. Nicht die Menschen kommen in die Kirche, sondern die Kirche geht zu den Menschen. Erste Ansätze sind schon gemacht. Wenn ich beispielsweise an den großen Taufgottesdienst am Angelbach denke. Ich habe es früher immer so gehalten, dass ich zu den Anlässen von Taufe, Konfirmation oder Beerdigung in die Häuser der Menschen gegangen bin. Ich wollte die Menschen da abholen, wo sie leben, und sie nicht mit den Büchern in meinem Studierzimmer erschlagen. Wir müssen uns als Kirche wieder auf den Weg machen, dahin gehen, wo Menschen leben, wo sie arbeiten, oder auch an die Krankenbetten, wo die Menschen auf Heilung hoffen. Auch als Pfarrer zu Gast bei den Menschen sein. Meine besten Begegnungen dabei hatte ich als nebenamtlicher Gefängnispfarrer in den Vollzugsanstalten Tauberbischofsheim, Mannheim oder Karlsruhe. Da brauchte ich zum Beispiel um das Thema Schuld und Vergebung nicht lange herumreden. Oder auf den Intensivstationen an der Schwelle zur Ewigkeit, wo zwischen all den Apparaten und Schläuchen noch ein menschliches Gespräch wichtig war. In der Weihnachtsfeier in einer Kantine eines großen Metallbetriebs, wo sich fast 1000 Mitarbeiter jenseits ihrer Kirche die Weihnachtsbotschaft von Pfarrern gespielt haben vorspielen lassen. Die Zeit ist gekommen, wo wir unsere festen Gotteshäuser verlassen müssen und wieder Gäste werden. Gäste bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Yeah.
Beten Sie mit mir zusammen, wie es wir von Jesus, der bei uns zu Gast war, gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wie immer noch die Infos. Aber zuallererst mein Dank. Ich möchte mich bedanken bei meinem Kollegen Pfarrer Dr. Dietmar Kurs für diese Predigt. Vielen Dank auch an unser Musikteam sowie an Leo Böttger und Yannick Ohr für die Produktion dieses Videos. Und danke an euch, dass ihr Woche für Woche unsere Andachten und Online-Gottesdienste mitfeiert und es immer wieder motiviert, weiterzumachen. Damit wir weiterhin Online-Inhalte auf diesem Kanal bereitstellen können, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Für Spenden benutzt bitte die Kontoverbindung der Kirchengemeinde, siehe unten in der Videobeschreibung. Bitte das Stichwort Online-Gottesdienste nicht vergessen. Oder ihr scannt den eingeblendeten QR-Code für eine Online-Spende. Vielen Dank für alles, was ihr geben könnt. Nächste Woche gibt es wieder ein Lied und in 14 Tagen einen weiteren Online-Gottesdienst auf den Punkt. Bis dahin alles Gute, Gottes Segen. Tschüss.